Und wieder haben sie die Welt des Horrors betreten, in der nur das Überleben zählt. Viel Glück. Ich glaube, so beginne ich einfach mal jede Folge. Das ist ja richtig geil. Okay, warte, was habe ich jetzt so drinne? Zack, 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 ja. Das Juwel nehme ich mal mit. Kann ich die Sachen eigentlich auch wegschmeißen, mal so gefragt? Das Emblem funktioniert ja... Oh, ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, was man mit dem blauen Juwel machen kann. Oh, Todescounter. Ist bestimmt nachher... Geh weg! Hau ab, du Fisch! Du Fischkopf! Ich! Nein, lauf doch geradeaus, du Vogel! Ja! Immer ran da! Ran an den Speck! Ich brauche Munition, damit ich hier liegen kann. Genau! Ausgetrickst! Ich war einfach nur schneller. Boah, wenn ich Munition habe, ey, das ist der erste, den ich hier lege. Der hat mich so oft gekillt, der Hund. Was wollte ich denn hier? Ach ja, genau! Ey, kurzer Gedächtnis wie ein Frosch. Ja, ich vergleiche mich auch mit Tieren. Lasst mich doch. Ja, was ist, wenn ich hier... Hier war das Emblem ja drinnen, ne? Was ist, wenn ich das Emblem einfach hier reinpacke? Ja. Möchten Sie Emblem nehmen? Sieht aber gar nicht aus. Doch, das sieht. Ja, okay, es sieht aus wie ein Schild, tut mir leid. Hä, das ist. Check ich nicht. Warum kann ich denn da wieder reinpacken? Okay. Ich habe aber beschlossen, diese Folge nicht zu sterben. Ich glaube, das wird auch noch zum Running Gag. So. Warte. Mal ganz kurz gucken, was draußen vor sich geht. Es ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Okay. Ich habe das Gefühl, es ist gefährlich. Draußen. So. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Das finde ich auch voll lustig irgendwie. Ja, sie kann das ja nicht nutzen. Naja. Was ist denn das hier eigentlich? Prüfen. Das ist ein Emblem, ja schön. Und nun? Da ist ein Kratzer dran. Jemand könnte es benutzt haben. Ja, das ist ein altes Herrenhaus, wo halt wirklich die Türen alles, also alles morsch und keine Ahnung was, ne? Und aber da sind Türen drin, wo man halt Emblem braucht, um diese Türen zu öffnen. Verstehe ich nicht ganz. Deine Frau holt Wasser. Kann ich die Tür bitte öffnen? Sie haben dies gerade benutzt. Herrenhausschlüssel. Hey! Dafür war da? Yes. Hat der benutzt immer automatisch, also brauche ich ja gar nicht auf Nutzen. Warum ist denn die auf den Nutzen da? Ach so, für grüne Kraut bestimmt nur. Ich will nicht. 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 Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht! Ey, ganz über Ring löst, ich meine, bitte dich. Hallo? Boah! In the face! Jeder Schritt könnte man. Bin ich ja nicht immer noch halb tot? Ja. Jetzt kommen auch noch Hunde. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Okay, das erleichtert mir schon mal die Entscheidungsfrage, wo es lang geht. Also ich bin mal ehrlich, beim ersten Hund war ich noch am überlegen, drehst dich um, hast mal 4 Schuss. Könntest du schaffen. Ich könnte vielleicht einen verfehlen, vielleicht tötest du ihn doch noch. Aber dann kam der zweite und dann war aus. Das hier unten ist aber schlecht verlegtes Laminat, würde ich sagen. Ist das hier eine Toilette? Ich muss mich ganz dringend mal... Ich hab da was eingeschifft, du.
Ist das Wasser grün? Wie ekelhaft ist das denn? Ja, das Wasser ist grün, aber der Spiegel ist klar wie Kloßbrühe. Woher kommt das Sprichwort eigentlich? Ich kenne keine Kloßbrühe. Was ist hier? Alter, wäre hier jetzt ein Zombie beim Scheißen gewesen, ne? Ich hätte mich aber vor Angst hätte ich ihn erstmal vom Klo runtergezogen und hätte mich hingesetzt. Nichts von Interesse. Weißt du, ich habe gehört, in den neueren Teilen ist eine Pistole drinne. Greif mal rein. Okay, denn nicht. Oh, ich brauch dringend Muni, Alter. Kann ich die Klobürste irgendwie als Waffe benutzen? Die Badewanne ist voll mit dreckigem Wasser. So dreckig ist für mich schwarz, aber nicht grün. Das ist Schleim oder Plasma. Möchten Sie einen Stöpsel? Da ist doch bestimmt ein Zombie drinne. Okay. Aber vorsichtig ganz. Uff. Ist da zwingend jemand drinne? Jetzt kommt so ein Nemesis raus oder sowas. Ja, wie lässig er daneben steht und warte, bis es abläuft. Lass die Badewanne voll mit Munition sein. Lass die Badewanne voll mit Munition sein. Die wollen mich doch verarschen. Alter, wie viele Schlüssel soll ich mitnehmen? Wollen die mich rollen oder was? Alle heißen kleiner Schlüssel, Herrenhausschlüssel. Und ich habe 6 Inventarplätze, das ist echt herrlich. Oh, warte, ich habe eine Karte. Ja? Nein. Was heißt Datei? Ja, auch nicht. Was ist das hier? Ein Platzhalter, okay. Zeitbilder zu besichtigen. Oh ja, das ist ein sehr schönes Bild. Oh, das erinnert mich damals im Sommercamp, als ich eine Flöte hatte. Na egal. Boah. Och, hier kommt doch gleich was. Das weiß doch jedes Kind. Ich bin tot, wenn du mich angreifst. Schönes Bild. Das erinnert mich an eine Nova. Oder an das Blut, was ich gleich ausspucken werde, wenn mich ein Zombie erschreckt. Hey, schönes Bild. Ja, das ist echt schön, weil. Seht ihr das nicht? Nein? So Leute, rechts oder links? Ich beende hiermit das Let's Play und ihr müsst mir sagen, rechts oder links. Scheiße, die Tür geht auf, das wollte ich nicht. Heute nicht. Was ist hier? Obwohl, so eine Doppeltür ist ja immer sehr einladend, finde ich, ja. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich nehme mal die da. Und diesmal bleibt es dabei. Oh, das kann aber sehen. Na, was ist hier denn Schönes? Munition wäre toll. Da kann ich mich wenigstens mal wieder wehren. Wenigstens gegen ein, zwei Zombies. Oh, das sieht gut aus. Ein Wandbehang. Nichts von Interesse, weißt du doch nicht. Sieh's mal ab, da ist bestimmt was. Wie, ist das ein fucking Zombie? Ich... Ne Schrot! Ne Schrot! Ne Schrot! Ja! Yeah! Ich habe keinen Platz. Nein! Ist hier wenigstens eine Scheißkiste? Ihr verarscht mich gerade. Aber voll oder was? Das verarsche hoch 10. Eine Urne mit einem hübschen Bild darauf. Ja, schön für die Urne. Nichts von Interesse. Ja, schöner. Das ist doch jetzt wohl eine, das ist doch wohl ein Hohn oder. Also, tut mir leid, aber ich nutze ab und zu mal ein paar Sprüche von einem Bekannten. Wahrscheinlich so. So, naja, so ein No-Name-bekannten YouTuber, wisst ihr schon, ne? Aber das ist doch echt die Frechheit, ey. Das ist Mobbing auf höchstem Niveau, ganz ehrlich.
Nur weil ich in dieser beschissenen Badewanne, die sah ja wirklich schon fast beschissen aus, diesen Schlüssel gefunden habe, kann ich nichts machen. Ist irgendwo eine Kiste in der Nähe? Da nicht? Hier? Ich brauche nur eine Kiste in der Nähe, komm schon. Ja, sehr. Ja, okay, den können wir schon mal vergessen. Ich bin so am Arsch. Okay, so, auf dem Klo ist nichts. Wieso kann ich den Shit da nicht wegschmeißen? Weil ich so bestimmt was brauche. Oh Mann, das ist jetzt wohl ein Witz. Das ist echt nur ein Witz, ey. Ich glaube, ich hätte den einen kleinen Schlüssel wegpacken sollen, nicht nur oben, ne? Kann ich die wegschmeißen? Ist ja fast wie wegschmeißen. Komm schon, ich will, oh Mann, ich will die Schrot haben. Sie haben sie geöffnet, danke. Knabbeding. Sehr knabbeding. Lass hier bitte eine Kiste drin sein. Ist ja fast eine Kiste. Ist ja wie fast eine Kiste. Ja, ja, ja Gott, ja. Jetzt werden Ärsche versohlt. Und ich habe kein Farbband. Yay. Den habe ich ja schon eingesetzt. Brauche ich ihn noch? Keine Ahnung. So, du scheiß Emblem, ganz ehrlich. Du gehst mal raus hier. Nothing. Du auch. Nothing. Ich brauche Platz. Den habe ich ja eingesetzt. Das wurde ja angezeigt. Das heißt, ich mache den mal gegen den kleinen Schlüssel. Weil den kleinen Schlüssel habe ich, glaube ich, noch nicht eingesetzt. Ich sagte, wenn ich da hinten jetzt rumgehe und gleich sterbe, ich weine. Ich zerfalle. So, warte. Concentration. Hör auf! Das war männlich. Ey, ich dachte echt, wir sterben noch irgendwie und dann halt, dass wir die Schrot gar nicht mehr kriegen. Oh, ich hätte geweint, hätte ich. Ich glaube, ich hätte mich zusammengerollt. Meine. Na, Hundis, wollt ihr immer noch mit mir spielen? Möchten Sie dies nehmen, Schrotflinte? Naja, eine Schrot ist schon was Schönes, aber nein, ich habe 7 Schuss. Oh, das klingt wie... Was war das? Ich hab's doch jetzt schon gesehen und gehört. Ich will da nicht durch. Ich hab's doch gesehen und gehört und alles. Und das ist doch, das war ein Mechanismus. Ach, leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Scheiß Spiel. Wenigstens habe ich geschroht. Egal was auf mich zukommt. Nichts kann mich aufhalten. Ja? Naja, vielleicht da. Willst du dich verarschen? Hallo? Es bewegt sich überhaupt nicht. Möchten Sie es ablegen? Oh Mann! Das ist doch ein Witz! Scheiß Teil! Mistvieh! Oh, leck mich doch fett, ganz ehrlich! Ich kann nicht mal speichern! Da wartet jetzt ein Zombie auf mich. Ey, und einmal treffen und ich bin tot. Putsch. Hinüber. Finito. Hasta la vista, baby. Aber ich komm so noch durch. Boah.
Boah. Ich habe gerade nur die Hände gesehen, Alter. Ja. Was? Der Titel ist Gib mir friedlichen Schlaf. Den wünsche ich mir auch gerade. Was los? Das Bild eines neugeborenen Babys. Da unten ist ein Schalter. Ja. Was normale Menschen würden wahrscheinlich nein machen, weil man weiß ja nicht, was er macht. Alter. War das falsch? Schnauze da oben. Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Dann ist ein Schalter. Möchtest du draufdrücken? Das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. Dann ist ein Schalter. Möchtest du draufdrücken? Das ist eine Nachricht. Gib mir den Frieden des Todes. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Ja. Was? Greifen Sie mich an! Was ist das? Ich bin doch ein Tod! Hold up! Oh, ihr müsst sicher! Oh, die Kröten! Hold up! Ja. Alter, was? Der Titel ist Gib mir friedlichen Schlaf. Ein Bild mit einem jungen Mann. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie darauf drücken? Nein. Was war da nochmal? Gib mir den Frieden des Todes und ich gebe dir halt das Leben Dings kriegen hier. Genau, das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. Möchten Sie draufdrücken? Pass mal auf, dann gehen wir systematisch. Das wäre, glaube ich, der Tod, ne? Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Das wäre der Frieden mit dem halt so. Na, ihr wisst schon. So, ganz ruhig. Ich glaube, die haben mich nur angegriffen, weil ich da falsch gedrückt habe. Ein Bild vom Kleinkind. Da unten ist ein Schalter. Nee, das. Obwohl, das Kleinkind könnte es sein, oder? Und das ist ein Bild mit einem jungen Mann. Da unten ist ein Schalter. Das ist auch falsch. So, das heißt. Pass mal auf. Ist das hier? Ja, ganz ruhig. Ein Bild eines neugeborenen Babys. Da unten ist ein Schalter. Möchten. Genau. Das ist richtig. Das Neugeborene ist richtig. Was ist das hier? Das Bildnis eines müden Mannes im irren Alter. Da unten ist ein Schalter. Möchten. Nö. Habe ich den vorhin gedrückt? Keine Ahnung. Okay, pass mal auf. Dieser scheiß Rahmen, ey. Da ist eine Nachricht nochmal. Gib mir den Frieden des Todes. Das wäre der alte Mann hier vorne. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Okay, pass mal auf. Das heißt, erstmal auf Nein. Na, ja, guck dir Rahmen, ne? Noch drücke ich hier nichts. Das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. Und das, der ist wohl am nächsten am Tor dran. Irgend alt. Gedrückt, ganz ruhig. Ganz ruhig. Niemand will euch was böse. Und hier ist das Bild eines neugeborenen Babys. Das heißt, das wird gedrückt. Und jetzt. Drücke ich da hinten nochmal und lauf wie die Schnitzkatze nach andere Richtungen so. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Puh. Bitte tut mir einmal was. War klar. Hier müsste ich. Oh, ich hab doch nichts getan. Muss ich das was? Ich riskier's. Ich riskier's. Bin tot. Doch nicht. Kann ich da nicht drücken? Warte.
Ja, ja. War es nicht richtig? Das war nicht richtig. War es nicht richtig? Verpisst euch. Wieso war das Gott sei Dank nicht richtig? Das war doch richtig. Hä? Da war eine blaue Tür, da hinten war aber noch eine braune Tür. Ist das dieselbe Tür? Nee. Check ich nicht. Pass auf. Hier, die braune Tür. Nein, du Sau, du! Sie sind tot. Hättest du mir das nicht gesagt, wäre ich nie drauf gekommen. So langsam hasse ich diese Firma. Okay. Ja. Komm, ich spiele an, ja. Alles klar. Und auf ein neues. Und wieder haben sie die Welt des Horrors betreten. In der nur das Überleben zählt. Viel Glück. Aber das Schicksal plant Größeres mit dir. Habe ich eigentlich einen anderen Schlüssel noch? Ich hab nicht mal den Schlüssel. Oh, leck mich doch fett, ey. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Lang geht lang, lang geht lang. Yeah. Oh, wie man aus Panik heraus einfach mal weiß, wo es lang geht. Ach, leck mich doch. Der Gänse. Geht mir noch in den Sack. Falsch, falsch, falsch!